Willkommen, Freunde, zurück bei The Witcher 3. Wir sind auf Skellige gerade. Und da oben, da haben wir noch eine Mission. Müssen wir mal gucken, wie wir da am besten hochkommen. Ich vermute mal, am einfachsten ist es, wenn wir hier runtergehen und dann den Weg. Ja, plötzlich, ich glaube, dich lassen wir mal da stehen. Dann wollen wir mal schauen. Es ist nicht zu spät. Und? Bitte traut sich sonst keiner? Ich verschone dich. Mit deinem Gefasel kannst du mich verschonen, Sven. Genug von dem Geschwätz. Das Weib ist irre. Sie hat ihn fast umgebracht. Sven. Was ist denn hier los? Dich habe ich hier noch nicht gesehen. Wie heißt du? Geralt von Riva. Ich bin Jutta Andimun. Mich konnte noch kein Mann im Kampf bezwingen. Kämpfst du? Kämpfst du gegen mich? Ich hab von dir gehört. Du hast Olaf den Bären besiegt, richtig? Genau. Dann bist du ein würdiger Gegner. Dann kämpfen wir mal. Bereit, wenn du es bist. Fangen wir an. Möge Freya den Sieger bestimmen. Fehler. Hoppala. Alter. Wuhu. Treffer. Genug. Genug. Oh Götter. Kein Wunder, dass du Schwierigkeiten hattest, würdige Gegner zu finden. Schließlich ist ja einer aufgetaucht. Wo hast du das alles gelernt? Du kennst den Ort sicher nicht. In Kaer Morhen. Kaer Morhen? Das ist aber weit weg. Bestimmt hast du auch unterwegs viel gelernt. Erzählst du mir davon? Das wäre eine lange Geschichte. Na gut, wir brauchen einen ruhigen Ort, guten Met und... Was meinst du? Das klingt halt, das hört sich schon wieder komisch an, gerne. Aber... Treffen wir uns in der Taverne? Zu laut. Komm zu meinem Haus in Harviken. Ich warte nach Sonnenuntergang. Bis dann also. Wehe, wer was Böses denkt. Ei. Hier gibt es nichts für dich. Netter Kampfplatz hier oben, also das muss man denen ja lassen. Sehr schön. Mal gucken. Entschuldigung, Hase. Mal schauen, was das jetzt wird. Gucken, ob plötzlich schafft hier runterzukommen. Ah, da bist du ja. Natürlich hängst du wieder am Baum fest. Sicher, du bist ein komisches Pferd. Mach langsam. So. Bleib mir mal lieber ein bisschen auf dem Weg. Hier wohnt die also irgendwo. Nee. Der einsame Schwan hat wieder ein Rennen gewonnen. Weißt du, mein Papa ist weg und kämpft gegen die Schwarzen. Der würde auch auf einer lahmenden Frau Wandrich auf dem Thron sehen. Der Gefallen, den Herrin Bran ihren Sohn getan hat, war ziemlich groß und wild. Halt! Ist das ein Schmied? Wenn ja, wird auf der Karte nicht angezeigt.
Es ist noch nicht nach Einbruch der Dunkelheit, ne? Okay. Na, wir haben gerade mal morgens. Wir kommen später wieder, ich will mal irgendwas gucken. Wenn du mein Sven, du bist blass. So ein Held sein. Das war mir schon aus Gänseblut, würde dir gut. Was macht ihr Hexer, wenn keine Basilisten? Du bist ein Hexer, nicht? Jo. Ah, was ja. Was brauchst du? Oh, bleib, wo du bist. Die Ofenhitze ist einfach furchtbar. Ach, er ist das. Mal gucken. Muss man ja was verkaufst gucken. Du? Was kannst du empfehlen? Haben wir noch irgendwas, was wir verkaufen? Wo haben wir das denn jetzt auf Arsch? Ja, ja. Egal, weg damit. Weg. Okay, das bringt nicht viel, aber hauen wir auch weg. So. Das andere hatten wir ja alles eingelagert. Wir haben überlegen, vielleicht sollten wir hier nochmal. Obwohl, ein bisschen haben wir ja noch. Ja. Hier wird er nichts dran kaufen können. Das können. Na gut, das reicht, danke. Wiedersehen. Wind hat man mit dem schon gespielt. Dann hat die Druckwelle fast die Langschiffe aus der Bucht geworfen. Ja. Das muss ein fallender Stern gewesen sein, meine ich. Werden. Hast du überhaupt einen Hübsche Besen? Narbe. Ich schlage damit Ratten tot, also pass auf, was du sagst. Ich bin auf der Suche nach. Sei gegrüßt, Fremder. Von der Salzluft kann man schon Durst kriegen, nicht wahr? Mit dem haben wir auch schon mal Karten ich gespielt. Ich würde gerne mal dein Angebot müsste noch mal in das Buch gucken, wie viele Karten überhaupt noch fehlen. Ist das Zwergenschnaps? Jupp. Den brauchen wir eigentlich immer mal. Und deswegen werden wir uns jetzt mal eben die 12 Flaschen Zwergenschnaps kaufen. Dankeschön. Leb wohl. Wo war denn das Buch? Warte mal. Was ist das hier? Genau. Ja, ich weiß, dass ich das schon gelesen habe. Ach. In Velen gibt es noch 2 Karten, auf Skellige gibt es noch 3. Okay. Anzahl neuer Karten, die noch bei Spielern ohne besonderen Ruf oder außergewöhnliche Fähigkeit gewonnen werden können, 6. Uiui. Monsterschlechter. Meine Großmutter hat mir von dir erzählt. Nach Einbruch der Dunkelheit, das müsste ja dann hier sein. Als regnet's. Im Speichern, man kann ja nie wissen. Mal schauen, was. Du bist ein Hexer, nicht? Hallo. Hm? Hallo. Ach komm. Sei gegrüßt. Ich dachte schon, du hättest es dir überlegt. Ich würde doch nicht die Gelegenheit verpassen, einen angenehmen Abend mit dir zu verbringen. Ich weiß nicht, ob ich unterhaltsame Gesellschaft bin. Eigentlich rede ich selten mit Männern. Warum? Selten? Warum denn? Tja, ich verschwende vor Kämpfen nicht gerne die Zeit mit Geschwätz und hinterher kann keiner mehr reden. Jetzt, da ich endlich jemanden gefunden habe, der stärker ist als ich, hat Freya wohl grausame Scherze getrieben. Was hat Freya damit zu tun? Ich habe bei der Göttin geschworen, dass nur der, der mich im Kampf bezwingt, mit mir liegen, mich zur Frau nehmen und mir Kinder schenken darf. Ha! Beim ersten Teil kann ich dir helfen. Das funktioniert aber nicht. Leider hat dich der Falsche besiegt. Ja, ich weiß, dass Hexer keine Ehemänner sind und auch keine Kinder zeugen können. Und doch hast du mich besiegt. Und ich bin sicher, dass viele Krieger von Skellige deiner Aufmerksamkeit würdiger sind als ich. Einer würde reichen. Hast du nie auf den anderen Inseln gesucht? Da könntest du recht haben.
Vielleicht ist es Zeit, dass ich Faru verlasse. Nun, viel Glück, Jutta Andimun. Okay. Quest abgeschlossen. Du bist ein Hexer, nicht? Kann man noch mit... Hallo. Okay. Jo. Ach. Kann mal jemand das Wetter reparieren? Ist kaputt, kommt Wasser raus. So. Ja, ist halt die Frage, wo könnten wir noch Karten... Aber wie gesagt, die ganzen Fragezeichen hier, obwohl ich das hier, das könnten wir für uns... Ah ne, das ist ja das, wo ich nicht weiß, wie ich hinkomme. Wo es sieht auch aus wie ein Kampfplatz, aber durch das Haus kommt man ja leider nicht. Das Ganze auf dem Wasser, da habe ich sowas von keine Lust zu. Über mit dem Schiff hinzufahren. Nee. Ich glaube nicht. Jo, wir haben tatsächlich nur noch, ja, alle Karten sammeln und dass wir uns hier mit den Rittern treffen wollen. Das würde ich gerne erst beim nächsten Mal dann machen, damit wir das wunderbar dann... Okay, wisst ihr was? Ich werde nochmal gucken, ob ich vielleicht da oben doch irgendwie hinkomme. Ja. Und zwar war das... Oh, hier könnten wir vielleicht auch mal hingehen. Ich glaube, das machen wir. Warte mal, aber hier gibt's... Doch, hier oben, da haben wir ein Schiff. Wieso nicht? Hä? Warum kann ich denn da oben nicht hin? Okay, hier kann ich irgendwie nicht hin. Interessant. Dann reiten wir da hoch. Ich glaube, es geht schnell, wenn wir hier hoch reiten. Wir können ja auch mal eben da dann vorbeischauen. Und dann mit dem Schiff hier runterfahren, als wenn ich jetzt versuche, hier rüber zu schwimmen. Ah, da bist du ja. Mal gucken, was da oben ist, weswegen ich da nicht hin kann. Hui. Da ist ein Turm. Nicht so schnell, Plötze. Plötze, du bleibst hier. Hier kommst du nicht mit hoch. Da unten, ich gehe jetzt hier nicht runter. Komm ich ja nie wieder weg. Na, wartet mal. Wieso konnte ich hier nicht... Toll, das Schiff liegt ja jetzt auch da unten. Mal gucken, ob ich schaffe, ins Wasser zu springen. Jawohl, Treffer.
So. Natürlich, natürlich. Jetzt kommen sie alle an. Hätte auch da durchfahren. Naja, nein, wir fahren jetzt hier hin. Dahin. Uah, weg von den Sirenen. Scheinbar können sie nicht schneller fliegen. Glück gehabt. Ei, ei, ei. Wo bin ich denn jetzt? Wo wollte ich anlegen? Ah. Hier irgendwo. Da wollte ich anlegen. Okay. Fahren wir mal hier in die Bucht rein. Ja. Okay. Ein versteckter Schatz. Und ein bewachter, da ist nämlich ein Bär. Der hat schon mal einen Schlüssel. Zwei Bären. Haben die uns noch? Haben sie uns nicht gesehen? Nur die Frage, wo ist der Schatz? Ist das kein Schatz? Ein altes Bärenfell? Zwergenschnaps? Ich glaube, ich muss mal mich da oben um die Bären kümmern. Wow. Ah, hier oben ist der Schatz. Haben die Bären hier. Oh, der sieht ein bisschen tot aus. Okay, haben wir noch einen Schatz gefunden. Auch nicht schlecht. Aber ich sag mal, ich hätte ja schon Lust, die Fragezeichen zu machen, aber. Dass die alle im Wasser sind, das nervt so ein bisschen. Vor allem das Problem wird sein, ich glaube, wir können mal hier ein bisschen die Inseln abfahren. Aber das Problem wird halt sein, oder was ich halt glaube, dass das alles dann halt diese Unterwasser, die versunkenen Schätze sind, die unter Wasser sind. Und da ist wahrscheinlich, so könnte man dann alles verkaufen, wird man auch ein bisschen Geld mitmachen, aber, wow. Ich weiß nicht. Fahren wir hier rum, ohne... Jawohl! Habe ich das markiert, wo ich hin will? Ja, da unten, okay. Geralt, setzt die Segel. Ach, da ist schon wieder eine Sirene da oben. Das sind auch Viecher, unglaublich. Ist das die Insel? Ja, es ist die Insel, aber wir fahren einmal außen rum. Einmal um die Insel rum, dass wir direkt hinten auf der Rückseite der Insel anlegen. Weil wir legen hier an. Hier sieht es an einer guten Stelle zum Anlegen aus.
So, hopp. Aber mal gucken, was wir hier haben. Schöne in Einser. Da steht ein Zyklop. Wir sind ein bisschen stark hier inzwischen. Es war... Ah ne, wir haben hier noch ein bisschen. Hat ja sehr viel weggetan. Deswegen haben wir jetzt mal hier ein bisschen Platz. So, schon was. Das können wir wieder ein paar Sachen verkaufen. Wenn wir hier fertig sind. So. 8 und fahren wir mal hier unten hin. Machen wir jetzt auch noch ein paar Fragezeichen hier. Wo ich nur zum Boot zurück. Das ist ja ein schweres Lack ja hier unten. Ach gut, dass ich hier an Land gegangen bin. Da ist es, unser Boot. Mal schauen, wann ich das Boot kaputt mache. Oh. Yep. Dass wir hier schon nicht auf Grund gelaufen sind. Hui. Mal schauen, was wir da hinten haben. Das sieht mir nach einem versunkenen Schatz aus, weil das halt auf dem Wasser ist. Müssen wir mal gucken. Da müssen wir mal schauen. Erstmal müssen wir hinkommen. Wie die Bäume, die sich da im Wind biegen, irgendwann brechen sie durch. Eieiei. Ah, da liegen Schiffe da hinten. Mal schauen. Weil die Schiffe sehen jetzt nicht so aus, als ob da noch irgendjemand, ob da noch eine Besatzung drauf wäre. Wir werden sehen. Nö, ist nichts. Nur ein Schiff. Hoppala. Ja, sag ich, ein versunkener Schatz. Die sind verschwunden. Ja, umso besser, stören sie nicht. Okay. Jupp, und jetzt sind wir schon fast wieder zu viel. Das heißt, wir werden jetzt...
Ja, einfach nach hier oben fahren. Nee. Das müssen wir aber... Ja, doch, wir fahren... Da fahren wir jetzt hin. Müssen wir nochmal gucken, dass wir das alles noch verkauft kriegen. Vorsicht. Wow, das war knapp. Und dann können wir uns mit den Rittern aus Toussaint treffen. Erstmal können wir diese schönen, vom Nebel umhangenen Berge noch genießen. Was schwebt denn da in der Luft? Hä? Was ist das denn? Ist das ein UFO? So, hier haben wir das berühmte schwebende Gras. Sehr schön. Mitten überm Wasser schwebt einfach mal. Ja. Das berühmte schwebende Gras von Skellige. Nun gut. Warum nicht? Ach ja. Dann wollen wir mal schnell... Los, Geralt, setz die Segel. Einfach so ein Stück Gras, was da überm Wasser war. Naja. Was es nicht so alles gibt. Ja, gleich müssten wir auch eigentlich da sein. Ah, wartet mal. Wartet mal. Ach so. Wir können doch einfach zum Hafen reisen, geht doch viel schneller. Schwupp. Perfekt. Ja, Geralt, schon klar. Müssen wir jetzt mal eben noch irgendwo... Wo können wir denn... Warte mal, wir gehen auf jeden Fall dahin. Und dann gehen wir... hier hin. Weil ich dann bei ihm eben die Sachen verkaufen möchte. Und dann wollte ich mal gucken, ob ich... Wo war Vivaldis Bank? Dann würde ich gerne noch die Kronen umtauschen.
Aber ich weiß gerade nicht mehr, wo die Bank war. Ich glaube, da werde ich mal eben nachgucken. In Novigrad. In Novigrad. Wir sind in Novigrad. Perfekt. Also muss hier auch die Bank sein. Letzte Trab an. Ah, doch nicht da unten. Los, lauf! Ja. Ich diene dem ewigen Feuer. Was suchst du hier, Schmerzbringer? Pass auf, sonst bringe ich dir gleich mal Schmerz. Ah ja, bei dem können wir es noch verkaufen. Hi. Grüß dich, Ape Herr. Grüß dich, Geralt. Was kann ich für dich tun? Letzte verschwindet erstmal. Würdest du wohl etwas für mich? Du solltest nichts für mich anfertigen. So, wir einfach alles 500. 140. Geht das mit nicht viel, aber egal. Weg damit. Nochmal 100. Nochmal 100. So. Und 300. Danke. Bis dann. So, jetzt muss ich die Bank finden. Wartet mal. Bin ich kaputt? Die Bank? Die war doch irgendwo. Irgendwo da, oder? Noch hier irgendwo auf dem. Ja, ich finde die schon. Ich finde die Bank schon. Das ewige Feuer beschützt uns und vertreibt die Monster. Was jetzt? Überall Scheiterhaufen. Soldaten in der Stadt haben Müllfeld am anderen Fuß gefunden. Gesundheit. Die Bank war irgendwo bei diesem großen Platz. Das weiß ich, aber man war irgendwo an so einer Ecke. Das weiß ich auch. Hier ist sie doch. Ah, na also. Was kann ich für dich tun? Ich möchte Geld umtauschen. Ich würde gerne ein paar Kronen eintauschen. Da bist du hier richtig. Bessere Kurse findest du in der ganzen Stadt nicht. 4.549 Kronen. Im Namen des Hierarchen. Sehr schön. Gut, Freunde, ich würde sagen, das war's für heute. Wir werden beim nächsten Mal zu den Rittern gehen. Ich hoffe, ihr seid damit dabei. Und ich erstmal bis dahin und ciao.